Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnauzbart Entertainment. Heute das Ganze mal aus dem Wohnwagen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Meine alten Batterien, die jetzt, ich habe den Wohnwagen glaube ich seit 2015, 9 Jahre waren die jetzt verbaut, also die sind wesentlich älter, die haben den Geist aufgegeben. Und zwar baue ich jetzt auf LiFePO 4 um, habe mir so eine Red Audio oder Red Dodo, Red Audio geholt mit 100 Ampere-Stunden. Und ihr seid dabei, wie wir das Ganze einbauen. Das hier ist das alte Setup. Und das hat ausgedient, sag ich mal. Hier ist der alte Solarregler, der zeigt natürlich auch Batterie low an. Ja, genau. Das alte Setup waren halt zwei 12 Volt mit jeweils 110 Ampere, glaube ich. Ne, 108 Ampere Stunden. Genau. Und jetzt weichen die einer einzigen mit 100 Ampere. Hast ja mehr Kapazität bei den neueren Batterien. Das ist die ganze Batterie. Red Audio. 12,8 Volt. 100 Ampere-Stunden, Rated Energy 1280 Watt Stunden. Zu der Batterie hast du natürlich noch eine fette Bedienungsanleitung, wo alles beschrieben ist. Hab mir extra noch ein neues Ladegerät geholt, habe die jetzt über Nacht geladen. Die Batterie musste man erst anschalten. Ja, dazu habe ich jetzt lange den Reset-Knopf gedrückt, ca. 10 Sekunden. Dann ist die Batterie auch angesprungen, konnte mich verbinden. Die Batterie hat Bluetooth. Das zeige ich euch jetzt gleich mal, wie die Ladung ist. Ja, Batterie hat 99%, 104 Ampere-Stunden, 13,8 Volt. Weitere Infos hier unten. Genau, fette Action. Brauchst du quasi keinen Bluetooth-Adapter, hast das alles schon in der Batterie. Des Weiteren habe ich mir natürlich, dass das hier nicht diese M8-Schrauben sind, noch Batteriepol-Adapter geholt. Und natürlich noch so eine Batterieklemmadapter, die der quasi einfach nur ab und dran machst über einen Schnellspanner. Genau, das verbauen wir. Und da hast du jetzt nicht mehr, dass du den quasi abschrauben musst wie vorher. An die Batterie baue ich mir jetzt natürlich noch so einen Komfortadapter, dass ich nicht mehr das Ladegerät jetzt mal dran stöpseln muss, sondern einfach bloß diesen Adapter umswitchen. Und dann passt das. Original ist der halt mit M6 geliefert und ich habe mir einen M8 bestellt zusätzlich. Passt gut. Kannst du direkt mit anschließen. Batterie dann halt gleich immer wieder laden. Bauen wir mal die alten Batterien raus. So, Strom los, das Ganze. Krasseste Vorteil finde ich eigentlich, dass die tausendfach leichter ist. Ich weiß jetzt nicht, was die alten hier wiegen. Aber auf jeden Fall tausendfach mehr als die neue. Hier musst du schon richtig ziehen. Ihr habt es gehört, dementsprechend schwer das Ganze. Und die kannst du fast eigentlich ja mit einer Hand, mit einem Finger, wenn du genug Kraft hast. Geil. Die erste Seite ist fertig. Plus steht. Pluspolklemme und Minuspolklemme ist dran. Jetzt versetze ich noch die ganzen Hölzer hier, damit die Batterie passt. Ist ja jetzt noch mal eine drin. Da gibt es bestimmt jetzt heute mittlerweile schon bessere Lösungen. Aber naja, was willst du machen?
Podcast wackelt und hat Luft. So, schnell geht's. Red Audio 12 Volt, Liefi Pro 100 Ampere Stunden. Geile Geschichte. Alles feste, alles umgebaut. Was betreibe ich hauptsächlich hier am Wohnwagen? Natürlich einmal Trumavent, immer im Kalten stehen. Und dann natürlich Wasser und Klospülung. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Natürlich Licht ist auch noch mit an. Beziehungsweise dran. Und noch die Lüfter für den Kühlschrank. Ich mache jetzt mal den Kühlschrank an, wie viel der zieht. Das ist krass, war 106 Watt. 8 Ampere und in 13 Stunden wird er dann entladen. Nur Licht. Sieht so gut wie gar nicht, wird gar nicht erkannt. Ich schalte jetzt mal noch die anderen Lichter an. Ja, doch so ein bisschen jetzt kommt. Dauert eine Weile. Wenn das Wasser läuft. Haut hin. Coole Geschichte. Bluetooth. Das wurde einbaut zur Red Audio 12 Volt 100 Ampere Stunden Li-Fi Po Batterie. Da drunter ist sie. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Eventuell habe ich bis dahin auch noch einen Rabattcode für die Red Audio. Könnt ihr nutzen, werde ich auf jeden Fall verlinken und die ganzen verbauten Teile sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Genau, und jetzt zeige ich euch noch den Game Changer im Camping. Makita Cordless Cleaner. Übelst geiles Teil. Wow. Einfach einen chinesischen Akku geholt. Das Teil gibt's gar nicht so viel Geld beim örtlichen Händler oder wo auch immer im Internet. Und ja, ich verlinke es euch auf jeden Fall und das Teil funktioniert super. Gerade wenn ihr 40 Stunden habt im Wohnwagen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist warm hier drin.